meinen Turmverstärker zum Healen. Was ist der Charge Burger? Und ich brauch gar nicht. Hier ist noch einer, Jonas, hier ist noch einer, der mal eben 200.000 extra kostet und viel schlechter ist. Und das Ding bringt nur noch 34 Spieler Movement Speed. Ey, soll ich dir sagen, wie viel das kostet, was ich dir gerade vorgesagt habe? 568.000. Also relativ billig. Gut, Stab. Yannick, soll ich dir meine alte Waffe von der Huntress geben? Nö. Das Ding macht 800 Flächenschaden. Ich mach aber sowas nicht. Wir machen sowas nicht. Die Sachen von den Huntress nicht. Ich weiß. Wie viel DPS mache ich? Das ist wahrscheinlich weniger, oder? Ich glaube, ich kaufe mir die Rüstung. Kostet 33.000, aber gibt es auch geile Statuswerte. Also mit meinem Fernkampfangriff mache ich weniger DPS, mit meinem Nahkampfangriff mache ich viel mehr DPS. Glaubst du, was kaufe ich? Die habe ich da also um einiges schlechtere Rüstungen, aber. Ich habe keine guten Waffen. Ich glaube, die Waffe kauf. Ja, die ist. Waffe nicht, Rüstung. Und ich glaube, ich hole mir jetzt auch noch die ganzen Level, die ganze Rüstung ab Level 27. Ich habe mir jetzt eine Rüstung für 33.000 gekauft. Und ich habe auch noch anderes Zeug, das ich benutzen werde. Für Level 34 mit so einem Shit. Ach genau, was ich jetzt gucken wollte. Wie stark ist denn jetzt meiner Slow Aura? Auf 28%. Elektro Aura. Netter Schaden. Wenn du irgendwas mit irgendeine Chain-Sache siehst oder Kettenrüstung, guck dir meine Sachen an. Guck dir mal meine Rüstung an, bitte. Ja, wahrscheinlich hast du fast nur Kettenzeug, oder? Ja, ich will meine Ledersachen wegwerden, weil meine Kettensachen noch einiges besser sind. Guck dir mal meine Kettenrüstung an. Meine Hierraucher sieht auch nochmal cool aus. Fiel mir gerade auf. Guck dir mal meine Kettenrüstung an. Nett. Die hab ich mir gerade gekauft. Nur 33.000. Das geht ja noch. Mein Pet werde ich niemals verkaufen, das mag ich gerne. Weil das hat schon auch erst einen Namen. Und ich will diesen Jafar haben. Eigentlich ist meine Kräftezehrende auch gar nicht mehr so schlecht. Weil ihr den Schaden der Gegner auf 36% reduziert. Ich könnte mir einen Erfahrungsbonus kaufen. Mach? Nein. Kostet nur 70.000. Eine Zirn-Aura hat mit Abstand die niedrigste Range. So, was hat denn die höchste Range? Aha, Disco. Disco. Muss man von hier oben gucken. Ja, die hier auch hat die höchste Range. Ich finde dieses Lied so geil, ne? Ich weiß gar nicht, wie das ja, heißt. Ja, nee, kann es sein, dass ich die Auren gerade nach der Größe gebaut habe? Ja. Sieht irgendwie so aus. Oh ja. Nee, die Lightning Aura ist kleiner als die in der Mitte. Und die grüne. Ist sie wirklich? Ja. Stimmt. Ich habe hier ein Lied, ne? Du hast ein Lied? Das Lied hier, das singen die einfach mal eben. Da ist überhaupt kein Pride in Dragon Balls. Okay. Und wir singen auch über Goku und so ein Kram. Und das ist so ein Screamo-Lied auch noch. Okay. Macht ja auch noch mal viel Sinn. Das Lied macht keinen Sinn, aber es hört sich geil an. Jonas, guck dir mal an, wie viel Schaden ich mit einem Schuss mache, wenn ich voll aufgeladen habe. Aha. Ja, du hast mehr DPS als ich. Ich habe...
Mit meiner anderen Waffe habe ich aber auch mehr Fernkampf, aber hier habe ich mehr Fernkampf. Geh mal weg, hör mal auf. Okay. Oh, das macht auch voll überhaupt voll viel Giftschaden dazu, ne? Ja. Nee, aber den Drachen, den ich hier, den Drachen, den ich mir kaufen werde, das ist kein normaler Drache, das ist ein chinesischer Drache. Aber das ist auch der Drache, den ich mir kaufen werde. Die verschießen Gift. Verschießen Gift, geil. Ja. Ich finde das gut, dass man Pets nicht mehr aufleveln muss, dass sie sich automatisch leveln. Apropos. Bei mir ist der Drache, den ich mir kaufen will, hier oben dran. Hier dran. Oh, nee. Hä? Meiner ist schon auf Maximum, glaube ich. Ja, mein Pet ist auch schon auf Maximum, kannst du auf den Namen gucken. Also, sieht mein, mein kann ich irgendwie nicht mehr aufleveln gerade. Ach nee, dafür muss ich auf eine Schmiede, ne? Ja. Item-Info. Oh, sieht knuffig aus. Guck dir mal an, wie sich der sich aussieht, der Drache. Ach nee, ist ja mit dir ein anderes Dings dran. Und den nenne ich jetzt... Penis. Rock. Du rockst, Rock. Hero-Info. Ich mach mal kurz Exitium weg. Itembox. Okay. Itembox. Ich kann mein Pet nur für 1500 verkaufen. Werde ich niemals verkaufen, das Pet. Jonas? Hm. Sieht das nicht cool aus? Es geht. Mach doch den Granatenwerfer. Ach ne, kannst du ja gar nicht. Welche Waffe waren das? Hast du die gedroppt? Die ich gerade benutzt habe? Ja. Die ist von meiner Huntress, aber die benutze ich nicht. Achso, von der Huntress. Ach, die hat aber auch tausendmal weniger Schaden gemacht als die von der Huntress. Ich dachte, Elementarschaden geht nicht mit. Damage. Weapon Damage. Das ist der Stab, den Luca hier. Gift to Hero. Den hier muss ich verkaufen, weil der scheiße ist. Okay, lass uns weitermachen. Wie spät ist eigentlich bei dir jetzt? Früh genug. Früh genug, um zu zocken. Also, wir machen es so schwer. Oder wollen wir eine Herausforderung machen? Sky oder Love? Moment, mal kurz, ich will mal kurz gucken, wer bei mir online ist. Mein Kumpel, der mich hier anrufen wollte und nachher kommen wollte, spielt gerade No Room in Hell. Cool. Irgendwie, warte mal. Für das Präsidentenbattle ist irgendwie auch eine Heldenstufe empfohlen. Also scheint das, dass man irgendwie gegeneinander irgendwas töten müssen oder sowas. Das PvP-Battle, da gibt es ja auch diese Monster, die man töten muss. Denk dran. Ja, aber da gibt es kein empfohlenes Level. Bei dem PvP-Map. Egal. Wollen wir Sky or Love machen? Nur was machen? Sky or Love. Welches Level ist das? Das ist das, Valentinstag, denkst du? Ja, was ist das empfohlene Level? Achso, 45. Ich glaube nicht, dass wir es hinkriegen werden. Einfach mal ausprobieren. Also geil sieht's aus. Kriegen wir einen Skin dafür? Ja. Ich gehe mal kurz auf Klo und hol mir was du fortan, ich hab Hunger. Bring boy and girl monster to the same species together to make them fall in love. Check ich nicht. Ich check's, guck dir die Karte an. WTF? Ich check's, guck dir die Karte an. Ich glaube, das kriegen wir genau wie das andere nicht hin. Was müssen wir da machen? Wir müssen... Keine Ahnung, wir müssen aber auf jeden Fall diese beiden Herzen... Beschützen. Nein, da spawnen die Monster. Von dem Geschlecht, ja. Ja. Ich denke nicht, dass wir es hinkriegen werden. Ich weiß nicht, was wir da machen sollen. Ich habe das Gefühl, wenn wir hier an der Seite runtergehen, fallen wir zu Tore, ja. Wo? Überall an der Seite. Oh, stimmt. Wir chillen gerade auf einer Wolke. Ja, die ist irgendwie ziemlich durchsichtig. Ja, das ist doch ziemlich scheiße. Ich fühle mich nicht sehr sicher. Ich auch nicht.
Oh! Ja, man muss auf diesen Steinfaden hier rennen oder so. Oh. Nee, muss man nicht. Ich schwebe hier bei mir gerade in der Luft, ne? Oh, wo bist du? Ach, hier ist ein Eingang, okay. Oh. Ich bin gerade von oben runtergefallen. Nein. Das würdest jetzt sterben, oder wie? Scheiße! Bist du gestorben? Wo bist du gestorben? In der Brücke. Okay. Ich weiß jetzt schon, dass ich in diesem Level oft runterfallen werde. Du wirst oft sterben, oh ja. Böse Milch. Enttäusch mich nicht. Lass uns einfach starten. Okay. So, was müssen wir jetzt machen? Hey, hey, egal. Mädels, verfolgt mich. Hier oben. Hier oben. Ich bringe euch zu euren Mädels. Sie wollen ficken. Ich check das alles nicht. Ach. Egal, ich töte hier einfach mal irgendwas. Die Monster sind gar nicht mal so stark, ne? Wir müssen die Kristalle verteidigen. Ja, so ist das einfach normal. Eigentlich halten die nicht so viel aus. Ich kann die gar nicht angreifen hier. Ich check's nicht. Ich kann ja Kristalle tot. Hä? Also müssen wir das einfach nur ganz normal verteidigen, oder wie? Aber da müssen wir nur 6 Gegner töten. Ich rall das nicht. Ich irgendwie auch nicht. Egal. Einfach mit der Kampagne weitermachen. Einfach mit der Kampagne weitermachen und ich hole mir jetzt erstmal das Futter, also kannst du das Essen kurz, das Spiel, Dings mal kurz pausieren, das ist Aufnahme. Genau. Muss ja nicht. Hast du bis Folge 52 schon geguckt? Was? Hast du Bleach? Das bis Folge 52 schon mal geguckt? Nö, ich hab Bleach noch gar nicht angefangen. Bleach? Achso, Bleach ist aber voll cool, finde ich. Keine Ahnung. Nimmst du schon wieder auf? Ich hab mir unter nicht so Bock auf so lange Animes. Bleach ist ja noch nicht zu Ende und Fairy Tail ist auch noch nicht zu Ende und die gucke ich ja beide. Ich finde, bei langen Animes ist es so, dass das da ganz oft richtig lange streckt, das alles. Das finde ich immer scheiße. Ja, bei Naruto ist das aber nicht unbedingt so schlimm. Bei Naruto? Ja, da ist ja alles lang, aber da ist der Manga auch genauso lang. Ja, ich finde Naruto ist auch, ich glaube Naruto ist der einzige lange Anime, den ich irgendwie bis Folge 200 irgendwas geguckt hatte. Ich habe Naruto, wollte ich mal intensiv gucken, aber dann sind meine Eltern und ich, als der rausgekommen ist in den USA, als ich dann das erste Mal geguckt habe, sind meine Eltern und ich habe ich schon bei der 5. Folge aufgehört und habe zu gucken, weil meine Eltern und ich haben angefangen, dann jedes Wochenende wegzufahren und der ist nur am Samstag, jeden Samstag gekommen. Yannick, ich weiß, wie ich verteidige, wie ich das mache, glaube ich. Und zwar... Also, alles, was man machen muss hier eigentlich, was ich mit meiner Hand gemacht ich habe, hier welche hin. Ist hier das Dings voll machen? Das Dings voll machen? Ja, das heißt... Das Dings ja. Da voll machen? Und dann hier auf dieser Seite nur machen, hier wo ich jetzt weiß, was ich mache. Und zwar hier. Nee, du musst nur die paar. Das ist ein bisschen zu weit. Nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Besser ist es dann direkt hier vorne. Wenn du es genau hier vorne machst, da brauchst du nur einen Ding bauen. Yannick, wenn ich es hier hin mache, dann blocke ich auch noch den Weg für die Gegner, die hier lang gehen. Wenn du es hier machst, dann blockst du 4 Wege. 4 und nicht nur 2. Wieso 4? Wieso, wenn du es hier auch noch auf beiden Seiten machst? Ja, aber wenn ich es hier, wenn ich es da und dahin mache, ne? Dann blocke ich ja auch noch für den Kristall da hinten mit. Für die anderen beiden. Mach ich ja hier nicht. Nee, die von da oben gehen nur zu diesem Kristall hier. Echt? Und wieso ist der dann so? Ja. Sicher? Dieser Kristall hier wird eigentlich von den ganz anderen Seite genommen. Und ich von weiß, den wie hier wir das denn hier bauen. Und zwar können wir das dann direkt hier vorne hier zu bauen und dann machst du da deine Range-Ablock-Dinger vor den Kristallen. Du machst eben die beiden Treppen an der Seite und musst nur bei dem vorderen hier, bei die hier vorne hinbauen. Ja, nur bei hier. Bei jeder Seite. Nur hier dann noch. Ja, diese beiden Treppen dann nur noch hier. Dann ist man schon fertig. Hat man volle Defense. Also hier habe ich jetzt. Ich mach mal kurz die letzten drei Schatzkisten auf. Eigentlich müssen wir doch hierhin machen, Yannick. Nein. Doch, weil die Gegner, die da rauskommen, können doch sowohl zu dem einen als auch zu dem anderen Kristall gehen. Ja, aber stimmt, aber wenn du es hierhin machst, dann machst du auch noch für das da vorne.